Oh, guten Morgen. Da steht mit aller Herrgottsfrühe auf, weil man auch schnell was vorbereiten möchte zum Frühstück. Dann gucke ich mir das an, da braucht das 2 Stunden. Also heute 5 Uhr aufgestanden, damit du nachher um 7, 8 Uhr frühstücken kannst. Was mache ich? Ja, eigentlich ganz simpel. Ich habe mir einen Leberkäse besorgt, einen frischen. Habe ich noch nie gemacht, habe ich gedacht, probiere es jetzt mal aus. Den holen wir jetzt aus seiner Verpackung raus und dann geht er erstmal, jetzt kommt es für 15 Minuten bei 180 Grad in den Grill und danach für den Rest der Zeit bei 120 Grad, so lange bis er 70 Grad Kerntemperatur gezogen hat. Also, das klingt jetzt so, als könnte man eigentlich erstmal nichts falsch machen. Probieren wir es doch einfach aus. Ja, hier haben wir das gute Stück. Einfach ein Messer. Und holen das Brett mal aus seiner viel zu kleinen, viel zu schweren Hülle. So, da haben wir es. Nicht schön, aber selten. Schneiden uns hier oben ein kleines Muster rein. Dann geht es schon ab in den Backofen. Wie gesagt, mittlere Schiene bei 180 Grad. Da bleibt er jetzt eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, weil er war noch nicht ganz aufgeheizt. Und dann runter auf 120. Und weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit daneben zu stehen und zu gucken, wann ist fertig, werden wir den verkabeln mit meinem So, wir sind drauf auf 74 Grad Kerntemperatur. Sieht absolut geil aus und riecht phänomenal. So, dann packt man das ganze Ding mal auf einen Teller. Ja, jetzt geh schon ab, du Scheißfolie. Zieh mal. Danke. Also saftig ist er, es läuft nämlich gut raus. Und jetzt schneiden wir einfach mal in der Mitte an. Oben knusprig und in der Mitte heiß, genau so wie er sein soll. Also vielleicht jetzt 70 Grad gereicht, aber 74 Grad ist jetzt auch nicht schlecht. Hervorragend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde das jetzt alles alleine essen. Meine Familie kriegt nichts ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Gelegenheit. Macht's gut. Das Probieren haben wir total vergessen. Also, ein Stück Leberkäse mit Ei und Mahlzeit. Und einfach geil. Einfach geil. Das Zimmer muss ich weiter, wir essen dann in Ruhe.